kommen Sie denn her? Extra zum Film? Ja. RD, wo ist das? Das ist Rendsburg in Schleswig-Holstein. Ach, hör auf. Plandampf im Münsterland. 2 Tage, 3 Dampfloks, 2 Altbaudieselloks und 1 Schienenbus. Das kann man sich nicht entgehen lassen. Dafür lohnt die weite Anreise. Münster Güterbahnhof, 24. September 2011, 10 Uhr morgens. Aus allen Richtungen treffen Sonderzüge ein, zumeist mit Dampfloks bespannt. Der Auftakt für ein Spektakel der besonderen Art. Und wenn man gerade bei hier der mal runter ist vom Druck, ja, dann kommt man nicht mehr hoch. Da hat man unheimlich Probleme, den wieder hochzukriegen. Ja. Vor 10 Jahren wurde die Bahnverbindung von Gronau in Deutschland nach Enschede in den Niederlanden reaktiviert. Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland und die Arbeitsgemeinschaft Westfalendampf feierten dieses Jubiläum mit einem Plandampf. Auf der Euregiobahn und der Baumbergebahn sind heute dieselelektrische Triebwagen vom Typ Talent die Regel. An diesem Wochenende wurden einige von ihnen durch historische Züge ersetzt. Zum Einsatz kamen eine 78 aus Lengerich, eine 38 aus Bochum-Dahlhausen, eine 41 mit Ölhauptfeuerung aus Oberhausen, 2 V100 und ein 4-teiliger Schienenbus vom Typ VT98 aus Menden im Sauerland. Alles Übungssache. Ja, ja. Das ist ja kein Hexenwerk mehr hier. Ja. Das ist nur, ich habe ja auch Kohle, kenne ich ja von früher. Und habe gedacht, naja, man macht ja den, dreht am Rad, genau. Und hat Druck. Genau, so hätte ich auch gesagt. Ich bin ja auch böse verschätzt. Ja, so, okay. Dieser Ausfahrt der 41360 aus dem Bahnhof von Altenberge kann von zu wenig Druck jedenfalls nicht die Rede sein. Der Bahnhof Steinfurt-Borghorst weist bereits den typischen Look von modernen Stationen der DB AG auf. Verwaistes Empfangsgebäude, hochflurige Bahnsteige, hässliche Absperrgitter. Sieht man sich gleich ja noch. Ja, wahrscheinlich wohl. Seit 2008 ist auch das Stellwerk außer Betrieb.
Weichen und Signale werden seitdem von einem elektronischen Stellwerk in Coesfeld aus fernbedient. Seit 1987 ist der Bahnhof Metelin-Land ein Museum. Die Mitglieder der Eisenbahninteressengemeinschaft unterhalten nicht nur das prächtige Fachwerkgebäude von 1875, sondern präsentieren hier auch eine eisenbahnhistorische Sammlung. Wenn ich ihm sag, sollen wir mal zusammen ein Würstchen essen, dann sagt er, nee, dann hat er keinen Hunger. Die preußische P8 mit der Nummer 38-2267 gehört zum Bestand der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte. Sie ist im Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen beheimatet. Die Zweizylinder-Heißdampflok wurde 1918 gebaut. Sie verfügt über eine Leistung von rund 1200 PS und fährt vorwärts 100 und rückwärts 85 Stundenkilometer. Die P8 wurde in fast 4000 Exemplaren gebaut und war nach den Weltkriegen nahezu überall in Deutschland und auch im benachbarten Ausland verbreitet. Sie beförderte außer Personen- und Eilzügen gelegentlich auch leichte Schnellzüge. Erhalten blieben insgesamt 13 Exemplare, von denen aber nur 3 betriebsfähig sind. Nach der Durchfahrt eines Talenttriebwagens warten die Fotografen bereits sehnsüchtig auf den nächsten Dampflokstar. Unterdessen passiert die P8 bereits eine Großbaustelle bei Altenberge. Der Ludgerusdom zu Billerbeck führt uns nun an die Baumbergebahn Münster-Coesfeld. In der Gegenrichtung läuft die Dampflok hinten leer mit, während vorne eine V100 zieht. Die beiden Loks bilden mit dem Donnerbüchsenzug quasi ein Sandwich. Zahlreiche Eisenbahnfans und andere Schaulustige drängen in die Züge und belagern die Bahnhöfe. Ein derartiges Fahrgastaufkommen haben die Regelzüge hier am Wochenende normalerweise nicht. Was für ein Spektakel!
Bei Natrup begegnet uns der Zug noch einmal in der Gegenrichtung. Tenderlok-Schwester der P8 gilt die preußische T18. Die 1923 gebaute 78468 der Eisenbahntradition aus Lengerich fährt vorwärts wie rückwärts 100 Stundenkilometer. Von Lutum kommend passiert sie hier Hamern. Auch der Mendener Schienenbus VT98 aus den 60er Jahren macht akustisch eine gute Figur. Die Oberhausener 41360 wurde 1960 gebaut und erhielt in den 50ern eine Ölhauptfeuerung. Mit fast 2000 PS hat sie mit dem Personenzug leichtes Spiel. Der rote Brummer ist inzwischen im Wald bei Lutum unterwegs. Begeben wir uns nun zum idyllisch gelegenen Bahnhof der winzigen Siedlung. Als Besonderheit finden wir hier ein langes zweites Gleis. Eben fährt 212 133 mit ihrem Sonderzug ein. Die Ausfahrt bietet mit der kräftig schiebenden 41360 noch einmal ein besonderes Schauspiel. Mit Bildern von der 78er, die eben das Einfahrsignal von Billerbeck passiert, verabschieden wir uns aus dem Münsterland. Tschüss, bis zum nächsten Plandampf.